Viel Wirbel sorgt der seit 2007 in Moskau vergebene Kandinsky-Preis für russische Gegenwartskunst. Der mit 40.000 Euro dotierte Preis für den Künstler des Jahres ging in diesem Jahr an den Russen Alexei Beljajew-Gintoft für das Werk Töchter der Heimat. Bei der Verkündung der Sieger im Moskauer Winzerwortzentrum kam es zu starken Protesten seitens des Publikums. Wegen der Verwendung von Diktatursymbolen in seinem Werk wird Beljajew-Gintoft die Ästhetisierung des Faschismus vorgeworfen. Beljajew-Gintoft gehört zu den Vertretern der sogenannten Neuen Ernsthaftigkeit, eine Kunstströmung, die traditionelle Malweisen mit avantgardistischen und klassischen sowjetischen Stilelementen vermischt. Zentrales Thema meiner Kunst ist das Vaterland. Genau das werde ich weiterhin tun, unserem großen Vaterland zu ehren. Provokante Äußerungen, die beim vorjährigen Kandinsky-Preisträger auf Entsetzen stoßen. Er ist nichts weiter als ein talentloser Künstler, der versucht, aus unseren nationalen Minderwertigkeitskomplexen Geld zu schlagen. Dahinter steckt keinerlei Kunst und genau das ist das Problem. Russische Kunst wurde schon immer politisiert. Die diesjährigen Bewerber um den Kandinsky-Preis sind allesamt politisch engagiert. Die Arbeiten aller Teilnehmer am diesjährigen Kandinsky-Wettbewerb werden demnächst in Ausstellungen in London und Kiew zu sehen sein.